Heute habe ich ein Release raus auf seed.cracker.info. Seed.cracker.info. Der Holzwalle in Aktion. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Mir sind schon 4 Schwarz-Weiße über den Weg gelaufen. Ich mit meinem gelben Hemd, ne? Jetzt habe ich für Frieden, habe ich jetzt meinen Oberkörper mal freigemacht. Für den Frieden. Verstehst? Und jetzt gehe ich einmal um die Kirche rum. Kein Mensch ist mehr da. Es stört keinen Menschen. Ne? Wir sind so aus wie am Filmset. Ich kann es den Leuten ja erklären. Ja, ich habe ein wenig Haare an der Brust. Das ist der Frau zu verdanken. Ne? Ich verliere in Zeitgeschicht mein Gesicht. Ja. Ich verliere meine Augen, meine Nase, meine Ohren, meinen Mund und mein Geschlechtsein. Und jetzt will ich die Zeit mit euch genießen, Leute. Jetzt gehen wir einmal um die Kirche rum. Ja? So. Sind wir da. Heine Sonntag. Und genießen die Schau mit den Schwarz-Weißen, die da auf und ab gehen. 4 Stück sehen. Die glauben doch nicht, dass ich wegen Farben mich aufrege. Die sind doch alles im Farbtopf reingefallen. Ehrlich. Haben wir rausgefunden, Künstler, die versuchen über Dimensionen, wo sie nur Geld bezahlen für Lügen, uns einzuschüchtern, uns Künstler, über Lügen, dass wir die Kunst nicht weiterverwerten dürfen. Das war 3 Lieder. Public Enemy, hat mir einer angelogen, er wäre von Public Enemy. Das stimmte nicht. Ich durfte ihm ein Fanlied schreiben. Und dann noch Into Deep. Into Deep war Neger, ein Untersetzter. Hat er gesagt, ich verbiete es dir. Und dann kommt der echte Into Deep, ist ein Weißer, weiß ich, aus dem Video. Ich erlaub's dir. Und der 3. Vorgang war heute mit Peter Schilling. Den habe ich informiert, zwei Karaoke-Version online gestellt auf seth.tracker.info. seth.tracker.info. Ja, na, ich darf hier einiges. Ich bin ja, ich habe einen Freischein. Ich war suizidal. Das erkläre ich dir, Leute, schon. Ich bin wie Gott geschaffen. Ey, sind wir im Paradies, wenn wir mal halbnackert rumlaufen dürfen, oder? St. Georgen, 2021. Mich hat keiner blöd gemacht. Bis jetzt nicht. Schönes Gefühl. Es ist aber auch eine Friedensdemonstration. Ja, es ist kein hervorstechen müssen. Ja? Und jetzt gehe ich noch leicht um die Ecke und dann ziehe ich mich wieder an. Ja? Für den Frieden. Einmal mit freiem Oberkörper. Das Gefarbe. Weißt du, das Gefarbe ist nicht so wertvoll wie Leben. Das ist so nicht. Und mich tun feinstofflich Menschen an, die orange und weiß würdigen, aber meine Kunst versuchen einzuschränken. Und ich brauche als Künstler Werkzeug. Wenn ihr irgendwo haben wollt, dann bete ich zum Herrn. Ich darf das Werkzeug benutzen. Verstehst? Über das Werkzeug müsst ihr bei mir, nicht über die Farben. Jetzt habt ihr es begriffen, oder? Ja. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und dass es halt schön wird heute. Na? Und für die Ewigkeit, wenn geht, auf seed.cracker.info. Seed.cracker.info. So, jetzt bin ich wieder da und kleide mich wieder ein, weil ich will jetzt auch nicht unbedingt zu viele Leute auffrieren. Das war halt um die Kerne herum. Aber um Frieden zu bezeugen. Oder? Ist das okay? Das war damals in weiß-schwarz geführten Zeiten, waren die Schwarzen die Vorangänger. Und die Vorangänger haben sich schwarz gezeigt. Hat mal einer nicht dazu gepasst? Vom T-Shirt hat er in der Kneipe, egal welcher,
für den Frieden sein T-Shirt ausgezogen. Die Maron haben gelacht. Die Herren haben gelacht. Und es war Friede. Verstehst? Das ist es. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Viel Freude. Viel Spaß. Sei auch mit dabei.